Moin moin, privet, meine Genossen. Ich bin der Russian Wufferpin. Willkommen zurück zu Let's Play Burnout 3 Takedown. So, es geht weiter in der Welttour. Wir haben noch Events in Europa und Asien offen. Ich würde sagen, wir machen das Grand Prix Rennen in Europa. Oh, wir haben hier Rennen nur... Ach ja, das ist das Zeit... Nicht? Kann man, warum wir das nur auf Silber haben. Egal, wir fangen das Grand Prix Rennen jetzt. Natürlich im Dominator-Wagen. Und danach machen wir dieses Silberrennen auf Gold. Let's go. Ah, fuck you. Also ein Double Takedown, nice. Drei Stück, what the fuck? Oh, Alter, was macht der denn? Zack, Aftertouch. Ja, toll. Warum dreht sich jetzt die Kamera? Hä, hey, der war natürlich links. Hätte die Kamera sich nicht gedreht, hätte ich gesehen, dass er links gewesen ist. Boah, okay. Jetzt könnte die Kamera ruhig ein bisschen höher sein. Okay. Fängt ja schon mal toll an. Wir sind schon mal letzter. Ich habe überhaupt nichts gemacht, aber jetzt sieht das mein Tag dann, okay. Das war knapp. So. Rauch weg. Und du auch. Und jetzt erstmal das Rennen. Der ist links von mir. Von uns. Oi! Der Rache. Keine Ahnung. Eine Sekunde nur, Vorsprung. Wo sein Ziel? Wir sind gerade aus dem Schneegebiet rausgekommen und direkt stehen hier schon Palmen. Wow, Tool! What the fuck? Da ist das Ziel. Na, schon mal das erste Rennen gewonnen. Sehr schön. In 2 Minuten 22 und 20 Sekunden. Das ist meine Zeit. Nächstes Rennen. Oi. Endlich geht mal einer down von denen. Ich habe gedacht, der würde mich in den einen Wagen reindrücken, der gerade vor uns war. Oi. Aus dem toten Winkel eingreifen. Geht's noch, ey? Hier geht's nicht lang, natürlich. Zack, fick dich.
Und wir sind mal nicht down gegangen. Bei den Takedown Rennen sind wir meistens down gegangen, wenn wir einen Gegner so Takedown wollten. Oh. Okay, mein Aftertouch. Zack, weg. Wir sind noch nicht mal eine Runde gefahren, ey. Ganz schön lange Strecke. Alter, geht's noch? Ah, da. Ah, die Ziellinie. Das ist ein ganz schön langes Rennen. 16 Sekunden Vorsprung, was ist denn passiert? Jetzt können wir eine längere Zeit nicht so viel Boost benutzen. Natürlich andere Wege es aufzutanken, aber wenn es zur Takedown geht, natürlich viel schneller. Jetzt sind schon 18 Sekunden. Sekunden, mein Gott. Boah. Es hätte so eine schöne, perfekte Runde sein können. Ja, aber Hauptsache, wir gewinnen das hier. Das ist das Ziel. Das zweite Rennen haben wir auch gewonnen mit einem riesen Vorsprung. Let's go. Du Wichser. Zack. Warum ist das gerade alles so in Slow Motion? Okay.
Boah, nee, du drückst mich nicht in den Wagen rein. Das war ein guter Drift. Was? Wie ist er jetzt nicht kaputt gegangen? So. Na komm. What? Okay. Das war ein sehr überraschender Quersteher. Wow. Natürlich. Jetzt flieg doch nicht in die Luft, du Nugger. Ja, nice. Den anderen noch. Komm rüber, okay. Dann mach halt die Aftertouch-Zeit direkt weg. Da brich ich halt mittendrin ab. Lächerlich. Leute, ich hab den sogar noch bekommen. What? Das muss ja gut. Zeit gut machen. Der ruhig ein Vertical Takedown sein können. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Es ist noch nichts verloren. Okay. Das ist aber echt ein langes Rennen. Fuck's sake. Komm, konzentrier dich mal, verdammt. Sieben Sekunden Vorsprung. Zu weit genommen, weil zu weit gedriftet. Ein paar Sekunden gekostet. 6 Sekunden, okay. Kein Boost mehr, scheiße. Fünf Sekunden, wir holen auf. Da ist einer. Da ist jetzt der zweite. Ich hätte ihn schon ruhig getaked, und da ist er. Ja komm! Ja, geht doch! Zwei Sekunden hinter dem ersten. Jesus. What? Ich bin gerade durch das Teil da durchgefahren. Und auf einmal habe ich irgendwie 2 Sekunden auf den ersten verloren, wie auch immer.
wo ich gerade da mit ein bisschen Speed durch die Kurven gebrettert bin. Es ist wieder 3 Sekunden. Warum muss da einer sein? Der zweite Platz ist auch okay. Das ist das Ziel. Okay, zweiter Platz. Nice. 3 neue Autos. Wir haben die nächste Serie freigeschaltet. Ja, Supertype 1. Jetzt ist Supertype 2 und danach der Supertype 3. Der hat was von Porsche Carrera GT und einer MR2. Das ist ein Ferrari F50 mit diesem einem Maserati Straßenrennwagen. Keine Ahnung, wie der heißt. Von der Front her. Gut. Ja, wie sagen, werden wir nicht das eine Silberrennen nochmal fahren. Das hier will ich auch nicht fahren. Sondern gucken wir erstmal, was wir noch in Asien haben. Wir haben noch ein paar Crash-Kreuzungen. Dann machen wir noch eine. Tropical Storm. Okay. Okay. In die Kreuzung reincrashen und dann nach rechts rüberfliegen. 650.000 Dollar. Oh, nicht da rein, nicht ins Herz. Oh. Nice. Boom. Das könnte reichen. Wo fliegt der jetzt denn hin? Okay. Ja, nice. Na, ist eine neue Belohnung. Wahrscheinlich wieder Schlagzeilen. Es sind Schlagzeilen. Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Burnout 3 Takedown. Das wird Daniel.